Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir sind mitten in einer Fraktionsmission für die Railroad. Und zwar sollen wir hier einen Synth-Prototypen beschlagnahmen. Ja. Ich sag mal beschlagnahmen. Klingt zumindest toll. Was ist das? Verwirrend, Strong. Zu viele Maschinen. Hacken wir das nochmal? Oh. Bin drin. Sicherheitszustellung. Tür öffnen. Gibt's hier was Interessantes? Ganz toll. Kann ich denn ernst sein, oder? Oh Mann. Oh mein Gott. Sollen wir vielleicht mal ab und zu auf den Boden gucken? Lange können sie nicht unentdeckt bleiben. Scheint nichts zu sein. Vielleicht Bewegung entdeckt? Seltsam. Sensor meldet feindliche Präsenz. Hier ist Exit. Ja, ihr musstet hier schon vorgehen, ne? Niemand besiegen Strong. Ja, bla bla bla. Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Provisorische Batterie. Chemikalienschutz, Gasmaske mit Öl. Nicht hier. Weg. Ich weiß alles nicht, was das bringt. Oh, was ist das? Unzugänglich. Benötigt Terminal. Ich denke mal, hier geht's lang. Oh. Deaktiviert. Oh. Aber ich muss ja nicht hier hin, sondern ich muss ja. Ja, kannst du das hacken, Junge? Wo
muss das Terminal finden. Entschuldigung? Wenn wir es lebend hier rausschaffen, garantiere ich dir, dass du aufgenommen wirst. Na gut. Dann müssen wir doch mit dem Aufzug fahren. Nach oben. Lol, das kennen wir doch. Ah, das kennen wir, nein. Ach. Da war ich schon mal hier drin. Da waren wir ganz am Anfang, haben wir uns gedacht, was in dem Keller ist. Jetzt wissen wir, was ist. Da waren wir bestimmt auch reingekommen irgendwie. Obwohl, da geht's bestimmt dann raus. Terminal unzugänglich. Weg, alle weg. Warum immer nehmen Menschen Schrott? Nichts rauchen. So, und jetzt? Terminal unzugänglich. Das haben wir gehackt. Das Terminal? Na also. Ach so, alles gut. Nö. Nö. WC waren wir schon. Entweder habe ich irgendwas Wichtiges übersehen. Verstehe ich gerade nicht. Ah, das Switchboard. Das weckt eine Menge Erinnerungen. Unzugänglich. Ja, mehr kann ich ja nicht machen.
Sicherheitstor. Wie schön. Tja. Ja, Leute, ich muss sagen, ich bin irgendwie ratlos. Mein Tiki steht halt da einfach auch nur. Ich bin mir sicher, der sollte sich irgendwie dahin bewegen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und hier unten war doch auch nichts mehr. Ja, gute Ratlosigkeit, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen hier mal kurz eine Pause machen. Und ich werde das mal im Internet nachforschen müssen. Welt sein größer als Strong Wissen. Ja, ich wüsste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich denke mal, mein Deacon hat sich aufgehängt einfach. Hey. Hätte nicht gedacht, dass ich den Ort jemals wiedersehe. Hätte nicht gedacht, dass ich den Ort jemals wiedersehe. Ja, ich würde sagen, der hängt fest. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Ja. Steht kein 2 Meter neben dran. Gut. Dann müssen wir hier mal eine kurze Pause machen. Wie gesagt, es geht gleich wieder weiter. So, dann geht's auch weiter. Wie man sieht, war es ein Bug. Allein durch das Speichern und Neuladen hat er sich jetzt wieder bewegt. Gut, habe ich wie gesagt extra nachgelesen. Scheint schon mehreren Leuten passiert zu sein. Zum Glück ist es einer der kleineren Bugs, sodass ein einfaches Speichern und Neuladen das Ganze schon behebt. Bin ich eigentlich auch froh. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da. Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Pistole? Oh. Das weiß ich zu schätzen. Vielleicht leistet sie dir so gute Dienste wie Tommy. Hoffentlich bessere. Erlöser. Okay. Ja? Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Rote nicht brauchen Sachen. Wir nehmen. Oh. Verdammt nochmal, ja. Der Aufzug ist am Ende des Ganges. Sollte kein Problem sein, ihn anzuwerfen und von hier zu verschwinden, nachdem der Weg frei ist, nicht wahr? Okay. Ja. Junge, du musst dir was tragen. Hallo?
Kann ich jetzt mit ihm reden? Hi, Strong. Hier, essen Fleisch, bevor werden schlecht. Unser Verhältnis zueinander. Was denkst du darüber? Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Hey. Was? Warte da. Hier bleiben? Strong verwirrt. Komm schon. Strong es machen. Ich möchte mit Strong auch nicht handeln. Hey. Sagen Strong was.25 Schaden. Wie viel hat denn meine 10mm Pistole für Schaden? Okay. 27. Oh Gott, kann ich lagern. Dann Kampfflinte brauchen wir. Supermutantenharnisch. Sturmgewehr. Wo war denn jetzt der Erlöser? Was er soll machen. Okay. Erlöser. Hier hin. Oh, nice. Ich habe übrigens voll Skill, ich habe mal eine Aufnahme von jemandem gesehen. Der hat es voll auf die Schleichwaffen. Du kannst ja skillen, dass schallgedämpfte Waffen mehr Schaden machen. Dann kannst du skillen, dass die Schleichangriffe mehr Schaden machen. Dann kannst du skillen, dass die Leichen explodieren. Und das hat er als Combo gemacht. Und ich muss sagen, es war ziemlich heftig. Aber wie gesagt, naja, gut, wir spielen sie immer noch auf normal. Wir könnten mal auf schwerer hochstellen, eigentlich. Ja, mal gucken. Schauen wir, je höher die Schwierigkeitsstufe, desto größer die Chance, legendäre Gegenstände zu bekommen. Old Norse. Greife feindliche Lebensform an. Hä? Die war da vorne da. Hey, haben Sie mich erwartet hier? Da war doch gerade eben nichts da. Ist da noch mehr? Strong alles zerstören. Oh. Strong hat alles zerstört. So. Karte. Porten Old North Church.
Wow, das ist mal ein geiles Outfit hier. Ich sehe jetzt halt katastrophal aus. Ich habe keine Ahnung warum. Das liegt an dieser Supermutantenrüstung, schenke ich mal. Ich sag mal, Aussehen ist es eine Katastrophe. Ich würde mich so über eine richtig geniale Rüstung freuen. Und wir sind wieder nicht in der Kirche. Ach, das ist. Also, die Raiderout, sage ich euch gleich, ist eine Fraktion, für die ich mich nicht entscheiden werde. Wahrscheinlich. Jetzt die stählerne Bruderschaft. Oh, ich weiß nicht, die Minutemen wird mich auch interessieren. Ah, die Minutemen glaube ich jetzt nicht. Die vierte Fraktion ist übrigens, haben wir die noch nicht. Es soll ja eine etwas, ja, besondere Fraktion sein. Ich habe es nur gelesen. Lol. Wo ist der Eingang? Ich würde das Runterlaufen ziemlich nerven. Und der Neue hat mich zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Oh. Wenn ihr nicht den Prototypen hättet, wäre ich mir sicher, dass ihr mir dreist ins Gesicht lügt. Siehst du? Habe ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Warum sollte ich euch beitreten? Wenn du Zweifel hast, solltest du es bleiben lassen. Bei uns erleben nicht viele den Ruhestand. Aber wenn es dir wie mir geht, ist dir das egal. Es gibt große Ungerechtigkeiten, gegen die es zu kämpfen gilt. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Aus Professor. Professor. Wir wollen Wenn Professor. Professor. Du hast deine Intelligenz eindrucksvoll zur Schau gestellt. Also, Professor. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Okay. Beitreten kann ich ja allen Fraktionen, ne? Ich glaube, da kommt irgendwann eine Warnung, bevor mir hier irgendwas tut. Ich hoffe zumindest, dass mir da irgendein Hinweis, weil ich bin ja der stehenden Bruderschaft auch beigetreten, ich bin ja der Minutemen beigetreten, also ich hoffe, dass da irgendwann eine Warnung kommt, wenn man irgendwann eine Fraktionsentscheidung trifft. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard,
Aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Hallo? Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Das war alles. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Klingt nach einer wichtigen Mission. Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Bahnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Ja, natürlich. Er hat mir alles beigebracht, was ich wissen muss. Und ja, auch das. Anscheinend hat unser pathologischer Hauslügner deine Ausbildung nicht komplett vernachlässigt. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute Gut. durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Strong lernen neues Wort. Strong lernen Respekt. Respekt ist ein gutes Wort. Strong, Respekt, Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen Strong. Supermutanten seien Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Supermutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mensch sein guter Supermutant. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na klar. Strong sein stark. Geh Gut. davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Dann Immer. Machen wir. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Jeden Fall mal eine kurze Pause. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich über Feedback von euch freuen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin sage ich mal, ciao, ciao, euer Blugraum.